ist Stefanie von Steffs Kreativatelier und ich habe heute etwas in meinem Schrank rumgestöbert und habe unter anderem diese Holzwürfel gefunden, die allerdings ganz nackig sind normalerweise. Dann habe ich, wartet, ich habe noch ein Original verpackt. Natürlich noch zu, klar. Dann zeige ich euch doch das fertige Exemplar. Das habe ich hier hinten schon in Sicherheit gestellt. Das da, das ist eigentlich eine Blumenvase. Und zwar ist hier hinten extra ein Loch, ein Haken an der Wand. Und dann kommt da Wasser rein und Blumen. Ja, und wie ihr seht, Blumen habe ich keine. Da kann ich jetzt auch Stifte dran machen. Aber das fand ich jetzt zu schade, weil ihr seht, ich habe noch ein paar davon. 1, 2, 3, 4, 5 Stück habe ich noch. Ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Und irgendwie finde ich die zu schade, um die wegzuräumen. Also habe ich mir gedacht, wenn man die hinlegt, Kerze rein, muss man die natürlich mit Wachs wahrscheinlich festmachen. Jetzt habe ich hier nur ein gelbes Stück Papier. Wenn man das da drunter legt, muss da auch nichts rein. Also es wirkt auch so. Jetzt habt ihr den Docht hier direkt unter der Nase, gell? Also so sieht das Ganze aus, ohne Kerze. Und ja, ihr seht, in der Schachtel ist nicht mehr so viel. Nur ein bisschen sind von diesen perforierten Blüten noch drin. Und dann habe ich mir gedacht, guck doch mal weiter, was du noch so findest. Vielleicht geht euch das ja auch manchmal so, dass ihr durch euren Schrank stöbert. Und dann, ja, das sind so Teelichtwürfel von VBS. Das gibt es auch immer noch. Die kann zu jeder Jahreszeit schön dekorieren. Aber jeder von uns hat doch Schraubgläser in irgendwelchen Größen oder so, ne? Hier, das ist ein altes IKEA-Glas. Ich heb diese Kerzengläser immer auf. Und ja, macht auch manchmal Nachtisch rein oder so. In die jetzt nicht. Aber für Marmelade oder hier für Tischdeko hebe ich die Gläser auf. Das geht wunderbar. Und da kann man auch entweder eine Stabkerze dann ein bisschen hier mit Wachs festmachen, bisschen Moos reindrücken. Gerade jetzt für den Frühling ist es wunderbar. Oder aber ein Teelicht rein. Das passt da sogar richtig rein. Ja, aber so sieht es ja ein bisschen nackig aus, selbst wenn da Moos drin ist. Und dann dachte ich mir, bei dem Glas nehme ich euch jetzt mit. Also es wird heute ein kleines, schnelles Video. Home Deko. Leicht gemacht sozusagen. Ja. Schaut mal, was ihr zu Hause findet, welche Behälter ihr habt, welche Gegenstände ihr mit irgendwelchen Stanzteilen nett verzieren könnt. Upsa. Also wie gesagt, diese Vase für die Wand, ich weiß nicht, was ich mir dabei mal gedacht habe. Ich finde die nach wie vor schön, aber ich habe keine Gelegenheit oder auch gar keine Wand, wo ich die hinmachen könnte. Und die alleine, finde ich, sieht halt auch zu nackig aus. Also dann habe ich mir mal überlegt, ob ich das an ein Holzbrett mitmache und dann so drei untereinander oder so. Aber ganz ehrlich, das passt bei uns auch nicht. Und jetzt kam mir heute einfach die Idee mit den Stanzteilen. So, um dieses Glas rum, weil das hat jetzt hier ja einen ganz normalen, schönen Abschluss. Da kommt jetzt so ein Klebeband, doppelseitiges Abreißklebeband. Das drückt sich gleich an. Wenn ihr ein solches Glas mit Schraubverschluss habt zum Beispiel, ja, dann könnt ihr das natürlich auch hier oben drum machen. Aber ihr könnt auch, wo habe ich es denn? Einfach Paketschnur mehrfach hier rumwickeln. Ja, dann habt ihr auch einen schönen... Also, ihr seht, was ich meine. Ich mache das jetzt nicht bis zum Ende. Dann kriegt ihr hier auch einen schönen Abschluss hin. Ups. So, ja. Bisschen mehr noch. Und dann habt ihr da oben auch was. So, das wieder weg. Um das Glas geht es ja. Super. Hätte ich vielleicht gleich aufwickeln können. Machen wir das jetzt.
Oder aber ihr macht einfach, ja, wenn ihr so einen geraden Abschluss habt, nehme ich jetzt gerne doppelseitiges Klebeband, ziehe die Schutzfolie ab. Und dann würde ich sagen, einmal das Klebeband, ach, einmal doch das Geschenkband hier rum. Das war zu weit. So. Knötchen rein. Wer mag, macht eine Schleife rein. Ich bin nicht ganz so für Schleifen. Ich mache gerne Knoten. Würde das jetzt so hängen lassen. Auch ein bisschen einkürzen. Je nachdem. So, halt das Gelbe. Die kann schon mal weg. So, und dann nehmt ihr euch das, was ihr zu Hause habt, an Stanzteilen, an Blüten. Ihr könnt das auch mit Muscheln oder sowas machen. Nehmt euch eure Glue-Dots oder einen Klebestift, ist auch egal, das geht genauso. Und dann fangt ihr an, Glue-Dot auf die Blüte und rauf da. Und weiter geht's. Einfach nur, das habe ich übrigens bei den anderen Sachen mit dem Holz. Machen wir die hier unten hin. Ja. Bei dem Holzwürfel, die habe ich auch alle nur mit Glue Dots festgemacht. Ich habe nur hier hinten ein Stück doppelseitiges Klebeband gemacht, damit dieses Band, dieses Jute-Band hält. Hier ist es ganz ohne. So, wartet. Da kann man so durchgehen. Hier vorne auch und hier auch. Ist nur hier hinten fest, das reicht völlig. Und bei dem, bei der Vase, die Blüten sind auch alle nur mit Glue Dots. Wartet mal, vielleicht kann man das von hinten erkennen. Seht ihr die Glue Dots? Alle nur mit Glue Dots dran gemacht. Weil, wenn euch das irgendwann nicht mehr gefällt, zieht ihr das ab. Habt keine großen Klebereste. Die Glue Dots lassen sich ziemlich gut beseitigen wieder. Und fertig ist das. Und ihr könnt das nochmal für einen anderen Zweck dekorieren. So. Will ich das ringsrum oder will ich das nicht ringsrum? Ich bin mir nicht sicher. So, hier noch ein Glue-Dot dran. Da ist euch ja jetzt auch tatsächlich keine Grenze gesetzt, wie ihr hier verfahrt mit den Blüten oder Stanzteilen, je nachdem, was ihr euch raussucht, ne? Was ihr da jetzt hinmacht. So, gucken. Da auch noch. Auch die langen Zweige habe ich jetzt einfach nur mit einem Glue Dot dran gemacht und fertig. Nee, muss ich noch mal gucken. Ich glaube, ich finde die dann ein bisschen netter. Ja. So. Weiter runterschieben, damit man den Glue Dot auch nicht sieht. An dieser Blüte finde ich ja so ein Blatt viel besser. Ja. An die dicke Blüte gehören mehr von diesen dicken Blättern und nicht diese dünnen filigranen. So, das kommt hier hin. So. Und viel mehr braucht es nicht. Natürlich könntet ihr das jetzt ringsherum machen. Ihr könnt die Blüten, viele habe ich jetzt nicht mehr, wie ihr seht. Aha. Ihr könnt auch nur diese kleinen, zum Beispiel hier oben drum machen. Ah, hier ist nicht ganz ordentlich geklebt, muss ich gleich noch mal kurz auskorrigieren.
Ja, aber schon habt ihr eine frühlingshafte, ganz schnelle. Das Blatt sollten wir ankleben, sonst geht uns das ab und das sieht ja dann bescheiden aus. So, ja. Bin stehen geblieben. Ja, so habt ihr eine schnelle, frühlingshafte Tischdeko, Kerze rein und fertig ist der Zauber. Ich finde es wunderschön so. Und schaut einfach mal, was ihr zu Hause so in euren Schränken findet, was ihr verschönern könnt. Ich habe jetzt ein ganz normales IKEA-Glas, so ein Holz-Teelichtwürfel und eine kleine Blumenvase, was ihr übrigens hier auch mit einer großen Vase machen könnt. Ne? Da könnt ihr ja dann auch ein Stumpenlicht oder sowas reinmachen. Also so ein großes, das in groß macht ihr wie hier, eine Banderole mit einem schönen Band. Und dann verziert ihr das mit den Blüten. So, das ist meine Idee, meine schnelle Idee für Standteile, um sie zu verbrauchen für heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Stöbert in euren Schränken, was ihr findet, und dann ran an eure Standteile. Also, bis demnächst. Ciao.